Grund teilen gewonnen. Sein Vater ist Pferdeknecht und seine Mutter Magd. Er hat noch zwei Brüder. Bereits als Kind ist er sehr begabt. Er kann mit beiden Händen gleichzeitig unterschiedliches zeichnen. Als Kind bleibt er oft der Schule fern, um zu fischen oder zu lesen. Sein Vater verstirbt, als Johann gerade erst 15 Jahre alt ist. Daher arbeitet er beim Brückenbau mit, um Geld für die Familie zu verdienen. Thank you.
Thank you.
etwas Schreckliches erzählen. Was ist denn geschehen? Du bist ja ganz außer Atem, so beruhig dich. Sie haben das erzbischöfliche Priesterseminar geschlossen. Das gibt's doch nicht. Wann hat dieser schreckliche Kulturkampf zwischen Staat und Kirche endlich ein Ende? Warum kann es kein Miteinander geben? Jahre dann immatrikuliert an der Großherzoglichen Albert-Ludwig-Universität. Er erhält ein Stipendium und finanzielle Unterstützung durch das Bistum. Die Theologiestudenten werden durch staatliche Kontrolle in ihrer Ausübung behindert. Was sollen wir nun tun? Wir dürfen uns von unserem Glauben nicht abhalten lassen. Aber die Situation erleichtert es nicht. Habt Geduld. Vertraut auf Gott. Ich hab's. Wir gründen einen Studentenverein. Wie sollen wir ihn nennen? Johann Baptist Jordan ist diesem Studentenverein selbst 1875 beigetreten. Gemeinsam lernen, gemeinsam beten, gemeinsam handeln, füreinander eintreten. Solidarisch sein, dies nicht nur in kleinen Kreisen, sondern überall auf der ganzen Welt. Am 21. Juli 1878 wird er vom Bischofsvikar Lothar von Kübel zum Priester geweiht. Du hast es geschafft. Wer hätte das gedacht? Nun kannst du dein Sprachstudium fortsetzen in Rom und Professor werden an der Universität. Exzellenz, gebt mich frei. Ich muss ein Werk vollbringen. Zuerst deine Pflicht. Reise in den Orient. Durchgehe die einzelnen Völker, Länder und Sprachen. Und sieh, wie vieles für die Ehre Gottes und das Heil der Menschen zu wirken gilt. Johann Baptist Jordan erhält ein Angebot der Propaganda Fide, der Kongregation für die Evangelisierung der Völker und für die Koordinierung der missionarischen Tätigkeit des Vatikans, seine Studien mit einem Praktikum im Vorderen Orient abzuschließen. Auf seiner Reise hat er viel erlebt. Und wenn du 50 Mal den Erdball schiffen musst, führe dein Unternehmen mit aller Energie aus. Mit aller Kraft führe das Werk aus. Lass dich doch nicht entmutigen. Tu es zur Ehre Gottes allein. O Herr, du hast mir vieles sehen und erleben lassen. Ich danke dir für das Gesehene, für die Gespräche und den Mut, den du mir gegeben hast. Du hast mich ein Erdbeben überleben lassen und deine Hände schützend über mich gehalten, als unser Schiff in einen starken Sturm geriet. Ich danke dir, die Gesellschaft wird ins Leben treten. Nämlich in Keuschheit, Armut und Gehorsam.
Papst Leo der 13. hat ihm den päpstlichen Segen hierfür erteilt. An seiner Seite befinden sich Bernhard Hütten und Friedrich von Leonhard. Der Gründungstag des männlichen Zweiges ist der 8. Dezember 1881. Wenig später entwickelt er ihn zur Ordensgemeinschaft mit dem Namen Gesellschaft des göttlichen Heilands, Salvatorian. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Meine Brüder, der Seelsorg auf der Kanzel, im Beichtstuhl und am Altar genügt nicht mehr. Wir müssen Laienseelsorger haben, welche auch auf den großen Kanzeln der Welt das Evangelium durch Wort und Leben, durch ihr Handeln und Auftreten lernen und verteidigen. In Volksversammlungen, in den Beamtenstuben, in Gemeindekollegien, in Vereinen, in den Werkstätten, in Fabriken, in den Druckereien, in den Redaktionen, in den Familien, ja sogar in den Wirtshäusern. Ja, überall bedarf der Zeit der Apostel. 2 Jahre später legt er mit seinen Mitarbeitern Ordensgelübde ab und nennt sich ab nun Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Am 8. Dezember 1888 gründet er mit Freifrau Therese von Wüllenweber vom Schloss Müllendorf bei Mönchengladbach den Orden der Schwestern des göttlichen Heilandes, Salvatorianer.
vor Gott bringt. Thank you.
Drei Jahre später hat sich Pater Jordans Gesundheitszustand wesentlich verschlechtert. Daher geht er zur Pflege ins Armenhaus der Schwestern in Tafas. Es schmerzt mich, ehrwürdiger Vater, dass wir Sie herbringen müssen. Aber es ist uns keine andere Pflege vorhanden. Ihr wisst, der Krieg. Es ist in Ordnung. Hier gehöre ich her. Unter die Arme. Pater, wie geht es Ihnen heute? Ich bin zufrieden. Andere werden kommen und unser Leiden gedenken und weiterarbeiten. Haben Sie Schmerzen? Manchmal da oder dort. Da muss ich an das Kreuz ganz fest in der Hand halten. Es geht wohl bald dem Ende zu. Pater, wenn Sie im Himmel sind, bitte beten Sie für uns. Schwester, Barmherzigkeit des Herrn ist es, wenn wir in den Himmel kommen. Ein Menschenfischer, das ist jemand,
der die Überzeugung hat, anderen zu helfen. Er kann andere für etwas Gutes begeistern. Menschen schließen sich dieser Person an und helfen anderen. Das ist die Nächstenliebe eines Menschenfischers. Das heißt, ich könnte auch Menschenfischer sein. Thank you.